du bist bestimmt hier zu deinem ersten Tag. Ich rufe unseren Azubi an. Die Imke, die holt dich dann gleich ab und zeigt dir alles. Und auch von uns ein herzliches Willkommen zu deinem ersten Tag als Mechatroniker bei Hella. Da kommt ja auch schon deine Begleitung für heute. Hallo, ich bin Imke. Ich zeig dir heute, was dich als Mechatroniker so erwartet. Richie kommt auch gleich noch. Normalerweise kommst du hier nur mit einer Chipkarte rein, aber ich nehme dich gerne so mit. Dann komm mit. Und da kommt auch schon Richie. Ja, wir müssen spezielle Arbeitskleidung tragen. Sie verhindert, dass wir uns elektrostatisch aufladen und gegebenenfalls beim Berühren unserer Bauteile uns wieder entladen. Du kennst doch bestimmt, wenn man eine Türklinke anfasst und ein Gewisch bekommt. Das ist elektrostatische Entladung. Die Maschine ist stehen geblieben und das sollte nicht so sein. Mal sehen, ob ich auch was tun kann. Ja, der Setzkopf der Maschine ist nicht in Ordnung. Ich guck mal, ob ich das Problem von hier aus lösen kann. Nein, Richie konnte das Problem leider nicht direkt vor Ort beheben. Stattdessen musste er das defekte Teil aus der Maschine ausbauen und zur genaueren Fehleranalyse hier in die Werkstatt bringen. Aber sicher werden die beiden das Problem in Teamarbeit schnell lösen. So, jetzt guck ich mal hier. Okay, jetzt fahren wir mal wieder hoch. So, ist oben? Ja, ich. Ah, ich sehe es. Ja, der Setzkopf vom Greifer ist kaputt gegangen. Zum Glück können wir ihn leicht selbst anfertigen. Für die Reparatur begibt sich Richie an die Fräse. Hier in der Metallwerkstatt kann er alle Teile, die für den Betrieb benötigt werden, selbst herstellen. Als Mechatroniker oder Mechatronikerin bekommst du alle Fertigkeiten in der Metallverarbeitung vermittelt. Arbeiten an Fräse, Bohrer, Drehmaschine und Schweißgerät wirst du nach der Ausbildung gut beherrschen. Jetzt geht es aber erstmal in die Mittagspause. Denn wer so fleißig arbeitet, hat sich natürlich auch eine Pause verdient. Bei so schönem Wetter triffst du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen zum gemeinsamen Essen. Zum Beispiel im Außenbereich der Kantine. Nach der Pause gehst du mit Imke in die zweite Etage zu einer anderen Maschine. Warum? Das sagt sie dir selbst. So, wenn Richie sich unten noch um den Setzkopf kümmert, habe ich mich hier oben um eine andere Fehlermeldung gekümmert. Mit Hilfe von dem Programm habe ich das relativ schnell gefunden. Hier oben war ein Stecker nicht aufgesteckt. So, jetzt sollte die Anlage auch wieder laufen. Du siehst also, auch Fähigkeiten aus den Bereichen Elektronik und Programmierung wirst du in deiner Ausbildung zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin erlernen. So, ich habe den Greifer jetzt selbst angefertigt und baue ihn jetzt gleich wieder ein. Cool, du bist fertig? Ja. Na dann. So, dann gucken wir mal. Mit viel Fingerspitzengefühl können die beiden das neue Teil wieder einsetzen. So, das muss jetzt wieder funktionieren. Ja, sieht gut aus. Hey, ihr habt euch sicherlich gefragt, was jetzt mit dem Setzkopf ist. Ich habe ihn wieder mit der neuen Greifer eingebaut und jetzt läuft die Maschine wieder. Perfekt, so soll's sein. Das war doch ein erfolgreicher Arbeitstag. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Tschüss! Auch wir verabschieden uns von dir und hoffen, du hattest einen guten ersten Tag als Mechatroniker bei Hella in Bremen. Bis bald!